Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream von Banjo-Kazooie. Ich habe gedacht, ich habe mir gerade ein paar Stream-Änderungseinstellungen bla bla gemacht. Und ich will einfach mal sehen, ob das jetzt etwas flüssiger läuft oder ob es immer noch so kacke ist. Wenn es immer noch so kacke ist, dann tut es mir leid. Jedenfalls machen wir es mal jetzt. Die nächste Welt. Und die machen wir folgendermaßen. Hi. Wir benutzen eine Abkürzung. Und so geht's. Gucken wir einfach mal nach, was wir jetzt alles hier finden. Wir finden. Sand. Aber der ist sicher gefährlich, oder? Nur wir Sandale können im heißen Sand überleben. Entweder man wird von den Algen gebissen oder man kann nicht mit dem heißen Sand anfangen, aber dafür mit den Stiefeln, weil die aus Gummi sind. Dafür haben wir jetzt eine Möglichkeit hier. So, nächste Welt. Schon eine der extremeren Sorte. Es wird auch immer schwieriger, die ganzen Puzzlebilder zu finden. Hier findest du einen weiteren Move, Banjo. Ha! Denkt nicht, ihr könnt etwas benutzen, bevor ihr bei Bottles gelernt habt, wie es funktioniert. Ich bin Twonko, der durstige Baum im ganzen, der durstigste Baum im ganzen Land. Ohne Wasser werde ich vertrocknen. Schön, war mir, oder? Kazooie, meinst du, mit euren Federn können wir ihm helfen? Nein, du dummer Bär, ich brauche Wasser, dringend. Hier ist doch Wasser. Klatsch. Ja. Ich bin nass und das tropft dann alles zu dir, also hast du Wasser. Ach, man kann dir aber sicher auch nichts Gutes machen, oder? Solange. Ich meine, hier, du bist so ein schwuler Baum. Du siehst aus wie so ein Kokowein. Eine Hand! Ah! Wir sind hier voll in diesem exotischen Ägypten für EF23. Ich mag dieses Niesen. Oh, da
hat es besser. Shaxys Nase ist wieder frei. Komm doch herein. That's not very Shaxy. Au! Was war das? Ah! War voll! Weg mit dir! Habt ihr den Finger gebrochen? Weil man sich mit mir nicht anlegen sollte. Eine heilige Kammer. Nein! Okay, was sollen wir jetzt hier machen? Den ersten Shinji holen. Nein! Boah, das war knapp. Wie die rülpsen, ey. Oh. Das erste Puzzleteil ist gefunden worden. Ich hab dir die Finger gebrochen. Hier gibt's noch mehr. Okay, ich habe alles, ja. Moment, damit ich auch sicher gehe, dass ich alles habe. Ja, jetzt habe ich alles. Überall Spinnenweben, um zu signalisieren, hier ist alles alt. Wir können nur noch Spinnen leben. Okay, Toki. Oh ja, hier hinten müsste ich, weil hier gibt es keine Verwandlung, hier müsste ich wirklich die Gummistiefel benutzen. Hol ich mir die Dinger gleich bevor. So, ich denke, das reicht. Oh! Hier verbinden sich die Welten langsam, wo man die Fähigkeiten der anderen braucht. Regelt euch die Ringstatuen, um eine goldene Belohnung zu erhalten. Wo ist denn das andere Ding? Da ist es! Ich mag diese Musik. Kann man hier. Das ist nur ein Move, ja, okay. Oh, ich bin schon auf dem richtigen Weg hierher. Oh, wie weit ist denn das noch? Ah, da ist er, ja.
Okay, ich denke. Sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Ja, weil ich sterblich bin. Und alles, was sterblich ist, ist vergänglich. In dem Fall habe ich auch mehr Zeit. Weniger Zeit, mich um diese Dinge halt zu kümmern. So, jetzt habe ich das. Jetzt werde ich aber mal wahrscheinlich jemanden zur Hand gehen. Das wäre eigentlich mein erstes Puzzleteil gewesen. Das habe ich aber schon zwei. Hier gibt es irgendwo noch eine Uniform, das weiß ich. Wie gesagt, ich muss erstmal einen Freund zur Hand ziehen, der ist hier drin. Oh, scheiße. Moment, was ist das für ein Kaktus? Oh, so, das war nur ein Kaktus. Warte. Da ist er! Hallo, du da, wer bist du denn? Hallo, ich bin Kobi, das Kamel. Aber selbst mir ist es hier zu warm. Ich brauche Schatten. Könnt ihr mir helfen? Klar. Aber ich glaube, du wärst dann der Einzige, der dann dafür eigentlich meine Dankbarkeit nicht verdient hätte, weil... Du wirst es dann selber sehen. Vielen Dank. Hier ist eure Belohnung. Ich gehe mich jetzt ein wenig abkühlen. Drei. Lalalala. Jetzt ist er uns noch dankbar. Ich betone es auf hier. Oh! Okay. Deswegen war der Kaktus da. Wie komme ich jetzt? Ach, da. Ach, ich sammle mir erstmal die Noten ein. Was sein muss, muss sein. Hey, die können auch was fressen. Wow, das war knapp. Sammeln wir rundherum die Noten ein, dann wird das los schon. Weg da! Die Stärke von vorne ist total geil mit der Qualität. Ich glaube, die Musik spiele ich dann noch zur EF-Fanfanz hier auf meiner Box. Ah, da muss ich noch mich so wie ein Kamel verkleiden. Ey, vielleicht läuft der wirklich nächstes Jahr ein Kamel rum. Das wäre echt geil. Ich habe noch nie ein Kamel gesehen. Ein anthropomorphes Kamel. Abgesehen von Tomenia. Aber auf Tomenias. Dabei habe ich es doch aufgefüllt. Warum sind die schon wieder weg? Das wäre eigentlich für die Pyramide gewesen, die da hier eigentlich erschienen wäre. Okay. Die erste und ich war beendet. Und mal. Weg. Danke. So, ihr müsst. Ach zum! Nein, jetzt haben wir das Ding geöffnet, ohne es zu wollen. Aber für das Ding hier brauchen wir eine neue Fähigkeit.
helfen keine miesen Tricks. Ohne Turnschuhe wird das nix. Ich hab auch nix gemacht. Damit du es nur weißt. Ich hab nicht mal Tricks gemacht. Aber hier bräuchte dann noch. Okay. Ich breche dir schon die Finger. Du verlangst ja förmlich danach. Ich bin irgendwie böse. Okay. Müsste irgendwo eine Palme oder sowas sein. Hier ist eine Palme, okay. Geh weg! Danke. Und da müsste hier die Palme sein. Und da hinten ist der Mauszügel, genau. Das sind echt coole Turnschuhe. Kazooie kann sie an den dünnen Stelzen tragen und für eine bestimmte Zeit in einem Affenzahn herumflitzen. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Jetzt kennt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beibringen wollte. Und wir freuen uns dafür. Jetzt suchen wir uns die Turnschuhe und holen uns. Denn es geht nämlich etwas. Grabber hat ein feines Puzzleteil. Der plumpe Bär ist zu langsam. Ja, damit sind wir zu langsam. So, dann machen wir erstmal das eine hier. Die Hälfte der Noten haben wir schon wieder. Das machen wir jetzt. Warum zählt denn das schon? Willst du mich verarschen? So viel Zeit habe ich doch gar nicht. Hallo? Echt mal. Nein! Och, scheiße. Okidoki. Nochmal. Lass mich... Warum tust du mir das an? Ich hab gar nicht so viel Zeit. Scheiß auf die Note! Eine Wasserkammer. Ja, mir kommen tatsächlich Mumien hinterher. Ahu! Und die Mumien wollen wir ans Leder. Ah! Das Wasser! Was hast du mit dem Wasser gemacht? Ich hab damit ein... nötig. Schon ist hier echt. Ja.
Ich kann die auch alle schreien lassen. Ja, so, das wird... Warte mal. Irgendwie ist das lustig. Aber es ist nur eine Dekoration. Jetzt habe ich mir alles geholt. In dem Fall Ende, Ende, Ende im Gelände. So. Jetzt haben wir den ersten Part dieser Schuharbeit geschafft. Der zweite Part der Schuharbeit folgt zugleich. Ah, dann mal los. Nein! Ich hab's verkackt! Nochmal. Und... Und in 2000 Jahren forderst du meinen Besitz. Gut gemacht, Sterblicher. Eigentlich testen die wirklich durch die Geschwindigkeit von jemandem. Das sind mal wirklich sehr gute... na, gute Bösewichte. Gute Bösewichte, dieses Wort gibt's eigentlich nicht. Das sollte verboten werden, gute Bösewichte. So, hier unten bin ich jetzt. Bleib draußen! Ja, alles klar, das Kamel haben wir freigelassen. Ich denke, um das kümmern. Dann kümmern wir uns einfach mal so mal um den Baum. Was machst du denn da? Überall. Der Baum hier sieht mächtig durstig aus. Ich habe zwar Wasser, brauche es aber leider für mich. Erstmal hole ich mir den Shinjo. Ich konnte ihn nicht übersehen. Das war knapp. Das ist für dich, ja. Jetzt sei mal nicht so ein Geizhals. Ich bin Trunker, der durstigste Baum im ganzen Land. Ohne Wasser werde ich vertrocknen. Schön, Mami, oder? Kazui, meinst du, mit euren Federn können wir ihnen helfen? Nein, du dummer Bär, ich brauche Wasser dringend. Dann sei mal nicht mal so geizig, du Kamel. Ah, so, das ist gut. Trunker geht es wieder prächtig, danke. Aus. Aber danke für das Gold. Danke für das Gold. Ich nehme es liebend gerne an mich. Sonst noch was? Warte mal, es gab noch Noten. Dafür brauche ich einen Teppich. Nee, ich brauche keinen Teppich. Ich gehe einfach hier. Aber zuerst eine kurze Werbeunterbrechung. Mögen Sie Spaß? Dann kommen Sie zu uns. In unserem Angebot der Superlative.
in unserem Club der Superlative für heimatlose Welpen. Seien Sie ja jetzt einfach mal... warte, wo wollte ich hin? Ach ja, stimmt. Ich war direkt dahinter. Ich sollte mal lieber weniger reden. Was machst du denn hier? Wie bist du da hochgekommen? Rede mit mir. Hallo? Jetzt reicht es mir. Ich verlasse diese Wüste und suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen. Wie viel gibt's hier? 2. Ich hab alle. Cool. Gobi, die Süße. Wow, das war knapp, ey. Dann stelle ich mich lieber in die Mitte. Alibaba und die 40 Räuber und auf seinem fliegenden Teppich ein großer Bär mit edlem Gemüt. Und so weiter. Und er wollte König der Dinosaurier sein. Warte mal, das war falsch. Jetzt werden wir mal ganz andere Seiten aufziehen. Wir haben hier in der Außenwelt ziemlich viel schon erhascht. Aber es gibt hier noch... Hallo? Ich bin noch nicht da? Jetzt bin ich da. Jetzt kannst du von mir aus was machen. Danke. Eine Spitze ist erschienen. Okay, okay. Gleich daneben. Platsch. Hier gab's auch ein... Hier gibt's Noten. Frischschein. Es ist oben! Hurra! So, jetzt gehen wir dahin. Da erwartet uns mal wieder ein sehr, sehr, sehr großes Abenteuer. Danach tauchen wir ab. Stätte König Sandibots. Verschwindet oder ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Na gut, der ist schon wieder böse, böse. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob ich den Weg noch weiß. Versuchen wir es einfach. Ihr habt nicht auf eure Warnung gehört. Nun rennt um euer armseliges Leben. So eine Sackgasse. Ich hab's geschafft. Unglaublich, der dicke Bär hat es geschafft. Dieser Grabschänder. Zunächst einmal des Grabschänders Belohnung. Und das und das und warte. Das! Oh, Christ.
Oh, warte mal, das habe ich auch noch nie gemerkt. Aber ich glaube, die verehren mich als Gottheit. Geil. So, theoretisch könnte ich das jetzt hier verlassen, aber ich habe was gesehen. Ich habe etwas gesehen, das kann ich nur so erreichen. Wie erreiche ich das jetzt? Boss! Schnell weg hier! Piu! So, das war dies. Nun machen wir das. Wir verlassen das Haus. Ach nee, das ist doch der Hinterausgang. Der hat einen Kazooie-Kopf. Eigentlich fehlen uns jetzt noch nicht mehr viel. Den brauchen wir noch. Erstmal abtauchen. Der blaue Chinjo! Genau, der grüne. Ich kann mir denken, wo der ist. Und es kann auch sein, dass die letzten Noten da sind. Okay, hier habe ich jetzt alle. Das wäre scheiße, wenn ich das jetzt nicht hundertprozentig durchschaffen könnte. Zwar mit den Puzzleteilen, aber nicht mit den Noten. Da will ich dann offscreen die ganzen Noten hier nochmal sammeln. Warte mal! Du! Wo bist du? Du! So, jetzt hätte ich die Puzzleteile für die Schildkröte jetzt auch zusammen. Oh, zwei. Der eine ist da drin, denke ich. Das ist das, was ich denke. Das ist das. Cool, bin drin. Ach, das ist das. Dann ist Kazooie das andere mit der Schlange. Was ich nicht machen kann. Oh, geh weg! Irgendwie fühle ich mich ein bisschen schlecht für die Mumien. Aber man kann ja selber nicht dafür, dass man so viele hier töten muss. Ein Banjo, der war hier. Genau. Eine Honigmau, die sicher ja. Ein Ei. Eike. Sui. Feder. Ein Kasui. Ein Kasui. Ein Mumbo. Ein Chinjo. Warte mal. Das ist doch sinnig. Jetzt frier. Aha! Er tut sich du weh und du sagst so, haha! Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das ist der Mumbo. Das ist die Note. Die letzten.
Ein Puzzleteil noch. Und ich weiß, welches das ist. Irgendwie schon traurig. Nein! Zischen wir mal mit den Schuhen durch die Gegend und gucken wir mal, wo da noch ein paar welche sein können hier. Ein paar Leute. Ich weiß wo. Sind da wirklich nur zwei. Auch da können wir uns jetzt eigentlich Zeit lassen. Es ist nur aus Versehen, dass ich das getrunken habe. Okay. Es war doch nur eine. Dann gehen wir hier wieder raus. Hier ist nichts mehr, also könnte ich mir nur überlegen, ob hier noch was ist. Irgendwo war ja. Ups. Irgendwo war ja dann noch. Sand. Acht. Wie sich die Musik immer erinnert. Zwischen dem heiligen Jinx und... Wow. Nein! Autsch. Zwei Schmerzen mit Elmar. Sowas hatte ich auch noch nie. Aber so wie es aussieht, können wir dieses Level mal nicht hundertprozentig mit dem Einzug abschließen. Wir haben nämlich schon alles bis auf... Und ich denke, Noten zu platzieren. Nur in einem Labyrinth, das... Freund! Ich dachte, ich könnte es machen, aber ich kann es nicht. Okay. Ich habe es mir anders überlegt. Nenn mich die Kralle von Ling Chao. Moment mal. Wir brauchen für das eine die eine Fähigkeit, für das andere brauchen wir die Fähigkeit. Aber. Jetzt kommt mein großes Aber. Was wäre, wenn ich einen Trick finde, da irgendwie reinzukommen? Ich glitsch so, so sehe ich es. Ich kann nicht stürzen. Doch, ich kann. Auch keine Eier. Aber ich kann das Ding trotzdem versuchen zu berühren. Und dann wundern sie sich, warum ich Berührungsängste habe. Morgobi im Hintergrund kann sich ja noch was befinden. Abgesehen von Federn. Nö. Hier gibt's schon Bienen. Scheiße. Die Bienenstücke werden bewacht. Okay, nichts mehr zu entdecken. Das heißt, wir müssen diese Welt wohl oder übel verlassen. Und dann müssen wir alle Noten wieder von vorne einsammeln. Juhu. Bambi, ein Prinz sagt, nehme es. Juhu. Ach, voll daneben.
Die Bestleistung dieser Welt ist nun 92 Noten. Ach komm schon. Diesem lächerlichen Strauß geht sicher bald die Puste aus. Oh. Ich hab'n Glitch ausgelöst. LOL. Konnte das besser, Freund? In der Hexenschule war eine Klapperschlange. Erinnert mich gerade an Gas. Von Disneys große Pause. Sein bester Freund ist eine Schlange namens... Zum Relaxen liest sie den Kesselkurier. Dabei schlürft sie genüsslich an einem Spinnenbein-Cocktail. Oh, Igitt. Oh, ihr armen Schatzis. Eure Energie ist etwas matt. Ich werde euch ein wenig erfrischen. So ist es besser, nicht wahr? LOL! Das war ein geiler Musikersatz. Ich habe die ganze Zeit den Stiefel-Team gehört. Du. Ah! Nein! So, ja, das holen wir uns jetzt. Hier gibt es noch ein paar Geheimnisse zu ergründen. Oh, scheiß Perspektivenschwäche oder so. Okay. Nee, warte mal, was ist das? Komm mal da hoch. Ja, kommt mal. Kommt mal. Ich weiß. Einmal das. In 10 Sekunden. Das Spiel wird immer besser. Ihr lauft ins offene Messer, das hast du bereits gesagt. Juhu. Okidoki. Ah ja. Hier kommt eines der nächsten Puzzleteile da raus. Shit. Komm ich da nicht durch? Ach, hier in der nächsten Dings habe ich dann wieder die Gelegenheit. Gehe ich erstmal da rein. Zwei Federn habe ich nur noch. Das muss ich gut machen. Frohe Weihnachten! Diese Welt hält einen neuen Müll für euch. Bereit! Mal sehen, ob ihr ihn findet. Hier hätten wir auch gleich mal die erste Zwischen... Nein! Hätten wir auch gleich mal die erste Zwischenstation. Eine sehr traurige Eisbärenfamilie bestehend aus ganz vielen Kindern. Ich komm, oh komm. Wo sind die Geschenke? Unser Papi Bonki wollte uns etwas mitbringen und ist schon so lange weg.
Kann ich mit den anderen auch reden? Nein. Aber der Vater ist einfach abgehauen und vernachlässigt seine Kinder, die er eigentlich zu Weihnachten beschenken sollte. Ja, das ist sehr, sehr, sehr traurig. Deswegen müssen wir wohl diesen komischen Boggy oder wie der heißt, finden. Gibt's hier nicht? Nur ein paar Eier? Lahm. Okay, dann gehe ich jetzt hier runter. Oh mein Gott! Da ist er ja! Der Eisbär! Und ich habe alles verfehlt. Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hätte diese funkelnde Ding nicht futtern sollen. Bitte helft den armen Boggy. Aua. Vielleicht solltest du weniger essen, mehr nachdenken. Okay. Nein. Ach, Mann. Oh, oh. Ab hier ist die gefährliche Zone. Wisst ihr das? Aber fast überhaupt keine Fähigkeit, um hier hinzukommen. Ich muss aber immer in Bewegung bleiben. Immer. Hier gibt es überall Noten verteilt. Und Federn. Und noch Mammuschäle. Okay, es gibt ja keine Federn mehr. Dann wird es wohl Zeit. Das einzusammeln? Chinchinjo? Und hier ist der Morphsüde. Mit dieser Attacke wirst du die Königin der Lüfte, Kazooie. Klingt super! Erzähl ihm mehr, Blindschleiche! Wenn du fliegst, drücke den B-Knopf, um im Sturzflug auf ein Ziel hinabzuschießen. Ziele genau, denn jeder Versuch kostet eine rote Feder. Hey, du machst nicht gerade den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Göttlich, ihr habt alle Moves dieses gesamten Spiels erlernt. Willst du mich verarschen? Ich will noch mehr lernen. Ach nee, das macht ja erst dein Bruder Yamyas. Vom Militär. Nein! Und es kostet dir ein Leben, wenn du es falsch machst. Das hat der Maulwurf natürlich in der Vertragsklausel nicht erwähnt. Das sollte er nachholen. Knöpfe! Jo, ouch, was war das denn? Oh nein, Ich steck hier fest. Ich muss hier weg. Nein! Ist dir das Wasser zu kalt, Benjo? Dann bleibe lieber draußen. Das hättest du mir auch gerne früher sagen können. Noten! Ach, toll! Nur wegen einer einzigen Feder habe ich es nicht geschafft. Hier gibt es übrigens auch einen Glitch. Nämlich,
Folgender. Wir sind die Twinklies. Beschützt uns auf dem Weg zum Baum vor den Lichterfressern. Dann können wir den Baum beleuchten. Folgendes. Okay, das klappt auch nicht so, wie ich das eigentlich dachte. Na gut, ich lasse es. Weihnachten. Alles klar. Geklappt. Jetzt müsst ihr nur den Schalter finden. Nein! Lass mich jetzt nicht von euch töten. Schöner Eisding übrigens. Und den Lichtschalter habe ich bereits gefunden. Der ist hier. Nochmal. Hurra! Finde den Stern und ihr werdet belohnt. Beeilung ist angesagt. Oh, ich liebe die Musik auf diese Version. Müssen wir sparsam sein. So viel zum Thema sparsam. Wir brauchen fast Federn. Nicht landen, nicht landen, nicht landen, nicht landen. Mach doch was! Nein. Wo kann ich mir bitte schon die Federn auffüllen lassen? Das ist doch. Oh, das war knapp. Au! Puh! Jetzt kann sich Worza raustrauen. Wie, da kann sich auch trauen. Hat es ja von mir Angst. Ein böser Bär! Ich pauke dir am Arsch! Ich bock dir am Arsch! Komm, du fette Wurst, komm raus! Warum hat der Angst vor Bären? Ich hab mich doch gar nicht getan. Das war Gold, das war extra Leben, das war Gold. Toll, ich könnte sogar mit einer Unverwundbarkeit. Lass mich in deine verdammte Höhle rein.
Ich glaube, das zählt erstmal nicht. Dafür brauche ich eine der nächsten Verwandlungen des Spiels. Genauso langsam wie das Krokodil. Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Beeren glücklich. Okay, das kriege ich nur als zwei Häuser umgeschlagen. Toll, mit Fion kann ich nicht viel anfangen. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe. Wow. Diese gemeinen Schneemänner sind gemein. Wow. Nein. Oh, komm doch mal. Jo. Hui. Okay, im Bambuschild. Oh. Oh, ich wollte nur ausweichen, jetzt habe ich einen Fehler verschwendet. Hör das wirklich hin? Das vertraue ich irgendwie nicht. Hier ist ein Chinjo. Und hier gibt's Noten. Anstelle von Eiern und Federn Noten. Nein! Boah, ich dachte, da wäre eine Fackel. Unumenaka. Banjo, er hat ganz dick und große Zähne haben. Ho, ho, ho. Ich mag es, große Zähne zu haben. Die verlassen mich. Außerdem kann ich jetzt die ganzen Noten hier einheimsen. Chinjo! Wo der Inne ist, weiß ich ja. Oh. Die beste Leistung dieser Welt ist nun 61 Noten. Warum? Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hätte diese funkelnde Ding nicht futtern sollen. Bitte hilf den armen Boggy. Ich würde dir gerne helfen. Aber ich bin nur ein Walross. Und scheinbar bin ich nicht mal an der Tonne schwer. Warte mal. Hier geht's. Oh mein Gott. Nein! Oh.
ist totale Millimeterarbeit. Oh mein Gott, der sieht so pervers aus. Warte. Oh mein Gott! Scheiße! Okay, ich renn weg. Ich renn weg und sage einfach mal, nein, das darf nicht so sein. Nee, das ist nicht der. Doch, das ist es. Aber ich habe das alles schon. Okay. Am liebsten würde ich ja hier bleiben, hier bin ich sicher. Aber dann kriege ich nicht alle Geschenke. Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Bären glücklich. Oh, Weihnachten. Ich bekomme Augenkrebs von den gelben Dimmbrot. Hauptsache, ich kann hier ein paar Bohnen, Noten einkassieren. Bohnen. Warum Bohnen? Daraus kann man noch den Schneemann hier entlang laufen. Und ich komme nirgendwo mehr wohl. Nein, warte mal. Komm ich da hoch? Nein! Oh Mann. Und wieder von vorn. Ein Schlitten! Warte, das hole ich mir hier. Kann man hier schon verwenden? Den kann
kann ich als Euros nicht verwenden. Ich muss da nochmal runter. Wartet mal, ganz kurze Werbeunterbrechung. Ich starte mal ganz kurz neu, bin gleich wieder da.